wie sieht's aus? Sie kennen deinen Namen. Avas Menschen, du? Du knutzt euer Kusch, aber Kunstsche, hä? Ja? Ich bin der Optimus Prime. Quasi die Walzfundepals 2.0. Geht ab, ihr Weicheier! Und das Toto Iwe? Ja. Das ist der Dieter. Hey, ihr kannst doch echt abgehen! Was ist das? Wo hat er so sprechen gelernt? Ah, wie immer her, die ist der Drive im Hemshof aufgewachsen. Genauso wie unseren John Wayne, du Iwe. Hast du heute Glück, Penner? George, halt die Gosch. War nur Spaß. Ich wollte ihm nur mal meine Kanonen zeigen. Der Schnüffler, du ist unser Doktor. Der Pheromonspiegel des Jungen lässt darauf schließen, dass er sich mit dem Weibchen paaren möchte. Ah, was ein Wunder her. Das ist aber eine Fackel her. Leg mich am Arsch. Wieso seid ihr hier? Ah, weil wir noch einen Stall voll Geld zu kriegen, was der Megatron beim Schofkopf verloren hat. Mega was? Richtig, eins noch mal. Der Megatron ist ein ganz, ganz gefährlicher Dummkopf. Den haben sie früher eigentlich als Rundelriewe-Robmaschine konzipiert hatte. Dann musste er aber auf einmal so ein paar schlechte Zuckerriewe gefressen haben und hat der Bauer als die Mistgabel ins Kreis gefieselt. Oder? Und nur im Kader hat er dann irgendwann einmal den Ackermannsheinz getroffen. Oh, mein Urgroßvater. Ajo. Der Agamon war im Winter auf der Kall mitgewisst. Der Megatron hat voll wie Kino im Schnee gepennt. Nur der Heinz bei dem halt ein paar Knäpscher gedrückt. Seitdem ist auf der Brilläu graviert, wo der Megatron die Schofkopfkasse vergraben hat. Woher wisst ihr von seiner Brille? Das spielt jetzt kein Geig mehr. Ich sag's euch im Gute. Wenn ich sie nicht krieg, wichs ich alles kurz und klein. Bitte sag mir, dass du diese Brille hast.